Jojo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Minecraft. Während die Welt hinter mir gerade untergeht, akustisch und farblich, alles... Nein, da unten steht ein Creeper, ich habe keinen Bogen dabei. Was mache ich denn jetzt? Scheiße, wo ist mein Schwert da? Ist aber nicht mehr so haltbar. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, du siehst mich nicht. Oh. Scheiße, die kommen durch die Fenster. Das ist Mist. Och Mann, ich brauche Fenster. Ich brauche Fenster. Nachdem die Welt hinter mir gerade untergeht, brauche ich Fenster. Wollte ich eigentlich hier etwas Positives schaffen, nämlich einen schönen Stall für meine Kühe. Die sollen nämlich jetzt als zweite Bewohner auf meinem Bauernhof einziehen. Keiner mehr da. Oh Gott, hoffentlich ist hier auch keiner. Hallo? Hallo? So, ich habe die Erdsäulen schon mal weggemacht. Ich weiß nicht, ob die mir wirklich helfen, weil es hier ein bisschen asymmetrisch hier hinten ist, wie ihr seht. Ist nicht ganz so schön. Insbesondere hier an dieser Stelle gefällt mir das so gar nicht. Ich überlege deshalb, ob ich nicht einfach... Oh, da ist noch einer. Ob ich nicht einfach gleich... auch die gleiche Konstruktion, wie wir sie jetzt hier haben, auch da, ja, ich habe schon gesehen, dass du mich jetzt bemerkt hast. Aber die gleiche Konstruktion, die ich jetzt hier vorne gebaut habe, nicht einfach auch auf den Seiten mache. Wir machen das jetzt einfach und gucken, wie es aussieht. Aber erstmal brauche ich Zeugs. Es ist so schön, hier entlang zu laufen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Aber vielleicht seht ihr das ja auch. Also vielleicht empfindet ihr das genauso, auf einem schön gemachten Weg entlang zu laufen, an Bäumen vorbei. Also das ist richtig was Erhebendes in Minecraft, weil man ansonsten nur Gras und Erde hat. So, der obligatorische Brief zum Gang zum Briefkasten. Steht da eigentlich mal was anderes drauf? Ne, immer noch keine Werbung. Yep, da ist immer noch nichts drin, Gut, ich nehme jetzt auch relativ viele Folgen auf, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich bin so produktiv in letzter Zeit. Ich meine, ich versuche immer produktiv zu sein, aber momentan sehe ich bestimmt daran, dass ich beschwingt bin von erstens dem Bioshock-Let's Play, was ich auch viel im Voraus schon aufgenommen habe, um weniger Stress dann hinterher zu haben. Und heute ist Dienstag, wo ich aufnehme. Die Folge wird, glaube ich, eher so am Sonntag erscheinen. Das heißt, am Freitag ist bereits Sherlock Holmes erschienen und darauf freue ich mich einfach schon total. Die meisten von euch wissen, ich liebe Krimis. Ich liebe Krimi-Let's Plays. Ich liebe Krimis einfach. Ich liebe Krimis. Ich lese auch gerne Krimis. Ich mag es, wenn eine Geschichte verzwickt ist. Und sie darf auch gerne ein bisschen gruselig dabei sein, so wie Sherlock Holmes die Spur der Erwachten. Das war eine gute Portion Grusel, der zu einem Abenteuerspiel hinzukam. So, ich brauche gebrannten Lehm, sonst kann ich das Ganze, was ich da jetzt vorhabe, nicht umsetzen. Aber das ist, glaube ich, viel zu viel, oder? Wir gucken kurz. Hä? Hm? Moment. Machte man das nicht so? Hallo? Hallo? Moment. I know. What's the problem? Ich bräuchte eigentlich die kleinen Steine wieder. Die kann ich mir nur wieder brennen. Na toll. Shit. Dann muss ich tatsächlich jetzt ja erstmal in der Nähe der Öfen bleiben, was? Das ist aber jetzt eine Enttäuschung. Okay, ich kann aber vielleicht den Rest schon mal machen. Ich kann schon mal die Schwarzeichenholzstämme... Nee, die bleiben ja genau stehen. Die werden ja gar nicht versetzt. In Ordnung, aber wir können uns Baumaterial mitnehmen für den Stall. Ich brauche, glaube ich, sehr viel Strohballen. Strohballen. Dann hätte ich gern Zaunelemente und ich möchte diesmal keine Schwarzeichenholzzäune nehmen. Ich möchte da drin jetzt mal eine andere Farbe verwenden, aber auch nichts Rotes, weil ja schon die Steine innen drin rot sind. Wollen wir einfach ganz normale Eichenzäune nehmen?
müssten eigentlich auch noch welche hier sein. Nö, nö. Naja, dann machen wir uns halt welche. Okay. Das heißt, wir brauchen erstmal noch ein paar mehr Sticks. Die mache ich einfach hier aus dem Schwarzeichenholz. Und dann machen wir das so. Da bekommen wir jetzt 35 Holzzäune. Guck mal, die Birkenzäune. Die packen wir mal weg. Birke ist da. Birke kommt dahin. 35, reichen die? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und was ich gerne hätte, wäre kein Feuer wegen dem ganzen Stroh, sondern Glowstone. Jetzt ist die Frage, wie viel habe ich denn davon noch? 27, och, guck mal an. Ich habe hier noch eine Falltür dabei. Es wäre schön, wenn ich noch ein paar mehr mitnehmen könnte. Denn die sollen jetzt nicht so direkt als Glowstone erkenntlich sein. Nö, muss ich bauen. Hm. Na, dann bauen wir welche. Vielleicht aus Birkenholz. Ich nehme mal die Hälfte. 11 Stück. Reichen die? Ja, nein, vielleicht. Gute Frage. Was kann ich noch mitnehmen? Ich möchte ja einen gepflasterten Weg da drin haben. Ne, es ist ein ordentlicher Weg, auf dem die Tiere laufen sollen. Machen wir den aus Cobblestone und bemoosten? Nee, ich glaube schon, dass der Weg so ausgetreten wird von den Kühen, dass da gar kein Moos wächst. Aber wir nehmen Pflasterstein mit und wir machen gegebenenfalls in der Mitte mal einen Weg aus. Wie wäre es denn mit Granit? Ich muss mal das ganze Zeug hier auch noch irgendwie ver... Achso, guck mal, wir schauen einfach mal. Was haben wir denn jetzt hier schon? 15 und 15. Und daraus machen wir... Ich bin ja blöd. Warum brauche ich was Neues? Das tut doch gar nicht Not, oder? Ich lasse sie jetzt hier drin. Kein Problem. Ich weiß, wo es noch und nöcher neuen Leben gibt. Warum mache ich denn aber überhaupt neuen Ziegelstein? Ich kann doch einfach den alten da rausschlagen und dann habe ich... Und ich glaube, ich habe vielleicht sogar was übrig. Ja, das war jetzt mal wieder grandioser Denkfehler. Direkt am Anfang der Aufnahme. Naja gut, Anfang ist gut. Doch, am Anfang der Aufnahme zog sich nur ein bisschen, bis ich das mal gecheckt hatte. Naja, egal. Egal, egal. Ich freue mich, wenn da die Kühe einziehen, weil dann habe ich hier vorne im Dorf wieder Platz. Da müssen nämlich mal, wie ich finde, ein paar mehr Gebäude hin. Es soll ein bisschen enger sein. Also hier außen soll es meinetwegen ein bisschen weiter alles auseinander sein. Aber in dem Zentrum, also rund um unseren Marktplatz drumherum, darf das meinetwegen alles gerne ein kleines bisschen enger sein. So, okay, und jetzt überlegen wir erstmal. Wir haben jetzt ein... Ach, guck mal, dafür war das aber ganz gut. Ich habe ja hier noch so eine Altlast. Da ist ja noch so eine Altlast. Okay, jetzt ist besser. Weil ich diese Dinger hier nutzen kann. Also erst einmal dachte ich mir, können wir diese Rinnen benutzen, um einerseits vielleicht Futterstellen zu machen. Wobei, wartet mal, wir machen lieber erst die Begrenzung. Ich packe da oben jetzt einfach mal Glowstone rein, ohne jetzt genau zu wissen, ob das da bleibt. Wird aber schön hell, muss ich sagen, wenn wir das so machen. So, wir haben jetzt hier einen dreibreiten Weg. Der muss auf jeden Fall auch so bleiben. Und von da aus können wir dann rechts und links die Gehege machen. Ich könnte jetzt Einzelboxen machen. Ich glaube, das ist aber jetzt für das, was wir mit den Kühen machen, nämlich immer wieder vermehren, immer wieder schlachten. nicht wirklich zweckmäßig, oder? Es macht vielleicht mehr Sinn, einfach hier so große Abteile abzuteilen und die dann halt mittig abzustützen. Ich guck mal, ich überlege mal was. Wartet mal. Wir machen das jetzt erst einmal einfach so. Auch ohne Tore oder so. So. Kühe, ihr seid jetzt dahinter. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe Angst, dass ich hier gleich wieder gebombt werde. Deswegen, ich schlafe ganz schnell die Nacht weg. Dass hier bloß nichts Neues spawnt. Und dann kümmern wir uns ganz schnell erstmal doch um die Fensterfronten und dann kümmern wir uns um den Rest. Denn ich
Hab keine Lust, jetzt hier meine 29 Erfahrungspunkte zu versterben. So, schnell hier rein. Hier ist nichts gespawnt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ach so, aber wartet mal. Die 6, die ich jetzt hier noch habe, die kann ich mal eben benutzen, um das hier ein bisschen nach innen zu versetzen. Yeah. Ach, da habe ich ja schon sogar Fenster reingemacht. Sehr clever von mir, sehr clever. Na egal, jetzt sind da noch mehr Fenster drin. Die anderen muss ich von außen machen. Solange keiner da ist, ne? So. Ach, mein Strohmann. Stimmt, den habe ich auch noch nicht fertig gebaut. Mein Strohmännchen. Ich mache es nämlich jetzt hier von außen. Wir machen das jetzt von hier aus. Das heißt, wo ist meine Axt? Meine Spitzhacke meinte ich. Einmal hier entlang. Zack, zack. Fenster kann ich dann rausnehmen. 1, 2. Oh, ich kann es gar nicht mehr aufnehmen. Wieso? Samen. Wegen Samen. Super. Okay, also alles einmal öffnen. Und alles einmal rausnehmen. Worauf laufen denn unsere Kühe? Die laufen nicht auf Stein, oder? Ich glaube, ich möchte denen einen Strohboden machen, wie ich den Pferden auf dem Marktplatz gegeben habe. Das ist netter. Hm? Ist sowieso so traurig. Eins, in Deutschland steht ja viel Schlachtvieh auf Steinböden oder auf Gittern, noch schlimmer, damit gegebenenfalls irgendwelche Exkremente direkt dann nach unten durchfallen können. Ich finde das so traurig. Aber gut, wenn ich da jetzt drüber rede, dann werde ich wirklich ein bisschen depressiv, weil... Also ich kaufe Biofleisch und ich kaufe sogar für unseren Kater, für den momentan ja nur einen Kater, der zweite ist ja im Januar verstorben und da wird es sehr bald einen neuen Freund für geben, für unseren ersten, für den noch verbliebenen, sagen wir so, nicht den ersten. Und selbst die bekommen Fleisch aus Schweden, weil nämlich da die Haltungsbedingungen für Schlachtvieh besser sind als in Deutschland. Ganz abgesehen davon, was in dem Futter drin ist. Ich kriege gerade ein bisschen Zweifel, ob... Deswegen, wir wischen das Thema jetzt ganz schnell beiseite, denn wie gesagt, da werde ich immer traurig, wenn ich darüber nachdenke. So, ich bin zwar kein Vegetarier, aber jetzt fange ich schon wieder davon an. So, also, nix da, wir reden da jetzt nicht mehr drüber. Okay, das Fenster muss leider erstmal so halb geöffnet bleiben. Ich kriege gerade Zweifel, ob mir das hier gefällt mit dem Cobblestone hier. Wie sieht denn das hier eigentlich aus? Ist relativ duschbar bei euch, ne? Wollen wir einfach mal überall oben Cobblestone reinklatschen? So, 1, 2, 3... Vielleicht werde ich das, was übrig bleibt, dann hinterher doch für diese Wand verwenden. So, was wir machen können, ist folgendes. Wir machen hier unten einen Strohboden rein. Ich werde das hier mal kurz alles wegnehmen. Auch wenn ich das gleich wahrscheinlich alles total ausschachte. Ich mache das jetzt. Ich mache es lieber jetzt sofort. Und zwar mache ich... auf den Seiten hier erstmal, glaube ich, ein bisschen Cobblestone. Dann haben wir den Cobblestone wenigstens hier doch noch irgendwie verwendet. Ach, scheiße. Jetzt wird das blöd aussehen, weil wir da eine Doppeltür haben, aber der Gang 3 breit ist. Okay, dann machen wir einfach Folgendes. Wir werden nur eine einbreite Tür machen. Die brauchen keine große Schwingtür. Schließlich sollen die Kühe ja auch nicht hier in den Gebäudetrakt rein, oder? Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt erstmal hier die ganze Erde raus, beziehungsweise eigentlich ist es Gras. Wir könnten natürlich so als kleine i-Tüpfelchen und als kleine scheiße Häufchen quasi, könnten wir doch hier Erde so zwischen die Strohblöcke packen, oder? Das könnten wir eigentlich machen. Wäre doch vielleicht ganz witzig. Wobei, wartet mal. Ich glaube, guck mal. Wenn da so ein Block dazwischen ist. Aber wenn da so ein Block zwischen ist, ist doof. Wie ist es denn mit der groben Erde, die es ja gibt? Wie sieht denn die in diesem Texturenpaket aus? Ich
bin, glaube ich, bewusst noch nie an grober, also ich bin schon dran vorbei, aber nicht seitdem ich dieses Texturenpaket hier benutze. Ja, ja, guck mal, jetzt habe ich schon gar keinen Platz mehr. Da müssen wir halt mal tauschen. Und zwar nehmen wir Stroh, verteilen das erstmal hier drin. Ja, später nehmen wir vielleicht wieder was raus. Ich mache das so und lege das nicht, nicht so hin, weil ich finde das nicht so schön, wenn die auf so Lederstriemen laufen. Wenn, dann sollen die bitte so laufen. Ne, soll ordentlich sein. Schwupp. Okay. Hopp, 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 hopp. Ich sehe es schon kommen. Wir werden in dieser Folge höchstens mit der einen Hälfte des Stalles fertig. Aber das liegt natürlich daran, dass ich das ja auch noch plane. Oh, zack, da ist der erste. Da ist der erste Stack schon verbraucht. So, dafür kann ich jetzt den Rest aufnehmen. Ach, prima. So, was man machen könnte aber, ist, wir könnten die Dinger hier jetzt nutzen. Ach so, vielleicht machen wir da doch lieber Erde rein, oder? Dann habe ich nämlich ein bisschen Stroh gespart. Denn wenn hier irgendwas draufsteht, dann sieht es sowieso kein Mensch. Oder wir nehmen Cobblestone. So, ich packe da überall mal Cobblestone rein, weil wir können ja unterschiedliche Sachen machen. Die brauchen ja auch schließlich noch Wassertröge. Tröge oder Troge? Tröge. Ich glaube Tröge. Wassertröge. Hört sich irgendwie seltsam an. Und sie können hier, guck mal, hier können sie doch fressen. Nom, 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 nom. Ah, das wäre vielleicht tatsächlich eine interessante Sache, wenn ich nämlich jetzt hier genau gegenüber sowas auch nochmal einsetzen würde. Da müsste man nur im... Müsste mal gucken, ob hier einer ist. Dann müsste man nur hier von der anderen Seite irgendwas anderes hinterpacken. Also einen Schrank oder so, damit man das nicht mehr sieht. Ich kann ja mal die 13, die ich jetzt hier noch habe... Ach so. Genau, die Spitzhacke wegzutun, war irgendwie ein bisschen schwachsinnig. Ich kann das ja hier einfach an der Stelle einmal ersetzen. Was sind das? 8, ne? Ah, dann reicht, kommt das noch nicht mehr hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, und noch 5. Aber egal, egal. Wir nehmen das schon mal weg. Und machen das... Ach so! Oben wieder ein Cobblestone. Einen Glowstone hin. Ja, ne? Macht Sinn. Wir sind jetzt heute völlig auf Symmetrie gepolt, könnte man sagen. Na, da ist nichts mehr runtergefallen. Ach, sieht cool aus. Guck mal. Das sieht echt so aus, als würden die hier so ein bisschen nach vorne stehen, ne? Tun sie wahrscheinlich auch. Wir können es aber natürlich noch wie so eine richtige Raufe machen. Wartet mal, wie man das so in Hamsterkäfigen und so weiter hat. Wie sieht denn das aus? So, dass sie dann so hier nur so nachfressen können, was von oben nachfällt. Wäre das nicht eine gute Idee? Und bei allen anderen dann Tröge rein? Wobei die Tröge müssten aus Eisen sein. Ich habe kein Eisen hier. Ah, Moment. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe vielleicht noch was. Boah, das donnert hier draußen. Ist unglaublich. Sieht gar nicht so dunkel aus, ne? Gerade momentan. Wir gucken mal, ob wir welche haben. Hui! Ich habe immer Angst, dass ich hier alles kaputt mache, wenn ich hier drüber renne. Aber anscheinend sind Melonen und Kürbisse ein wenig standhafter. Okay, jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Ein Amboss. Nee. Nein. Noch cooler wäre es nämlich, wenn doch Tröge da sind. Aber guck mal, ich hab was gesehen. Ich habe da was gesehen. Und zwar habe ich gesehen Glas. Und aus dem Glas machen wir doch Scheiben. Das wäre doch cool, also. Ach so. Da ist unser Block. Das reicht ja, die Anzahl hier. 16 Stück reichen jetzt ja vollkommen aus. Okay, ich habe kein Eisen.
Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich dürfte auch keine... Wie nennt man die eigentlich? Wasserbecken, ne? Eigentlich? Ja, Wasserbecken. Nicht Wasser... Also, hier in Minecraft-Sprache heißen die, glaube ich... Brau... Irgendwas? I don't mind. Gehen wir einfach zurück. Da können wir auch gleich die Nacht wegschlafen, falls es noch gut auskommt. Ich muss die Dinger wahrscheinlich erstmal herstellen. Naja, ist wurscht, ist wurscht. Hui, ab nach unten wieder. Meine Güte. Nachdem wir vor ein paar Folgen schon so produktiv waren und ein ganzes Gebäude in einer Folge geschafft haben, schaffen wir jetzt immerhin wohl einen halben Stall. Ah, ja, okay, die Zeit rennt. I see. Die Zeit rennt. Das brauche ich leider noch, aber die Eier brauche ich nicht. Die Eier brauche ich nicht. Achso, genau hier unten. Die Samen brauche ich nicht. Und das Schwarzpulver brauche ich nicht. Ich könnte wirklich drauf verzichten, dass mir das immer wieder und immer wieder gedroppt wird. Aber nö. Ja, dann nehmen wir Eisen mit. Boah, scheiße. Dafür muss ich den ganzen Block jetzt opfern. Oh, sogar mehr, glaube ich. Hahaha. Weil das sind ja nur 9. Und das ist nur einer. Und was? Wie viele Fenster hatte ich da? Wie viele Nischen? 3? Dann brauche ich 3. Oh. Ja, dann brauchen wir noch mehr. Tipp, tipp. Das müsste jetzt aber reichen. Okay. Rump. Ja, ist egal. Passt so. Ein Eimer noch mitnehmen. Eimer mit Wasser bitte befüllen und dann in den Trögen auskippen. Wasser ist ja quasi direkt vor der Tür. So, ich kann aber tatsächlich die Nacht wegschlafen. Jetzt hat es doch so lange gedauert, weil ich mich nicht so recht entscheiden konnte. Wie heißen die jetzt? Kessel! Kessel, stimmt. Es war tatsächlich eine Bezeichnung aus dem Bereich Alchemie. Oder Teekessel, geht ja auch. Sie trinken also aus Kesseln. Na, ihr Lieben, ihr guckt vielleicht doof, hä? Nachher guckt ihr erstmal doof, wenn ich mit euch hier den weiten Weg über diese wunderschöne Straße mache. Bin gespannt. So, sieht sehr schön aus mit den Gauben. Boah, wenn man jetzt hier in die Nähe von dem Bauernhaus kommt. Ist wieder mal was anderes, auch vom äußeren Design her. Und es liegt jetzt nicht nur an dem Lehm, den ich benutzt habe, sondern einfach schon alleine an der Form. Und es ist riesig geworden. Allerdings, wenn man jetzt hier so reinkommt, ist es dann gar nicht mehr so riesig, oder? Okay. Wir packen erstmal die 3 Tröge hierher. 1, 2, 3. Ach so, genau. Ich wollte doch eventuell den Glowstone verstecken, damit er hier nicht so offensichtlich Glowstone ist, ne? Naja, gut. Aber dann scheint er immer noch nach unten. Ja, da kann ich's machen. So. Ich kann das hier vielleicht wegnehmen und das so machen. Dann haben wir jetzt hier zwar eine nackte Stelle, aber die müssen sich ja auch irgendwie so runter bewegen können mit ihren Köpfen, ne? Wasser kann ich später einfüllen, würde ich sagen. Ach so. Was war das hier eigentlich für eine Aktion, ne? So. Ich werde mal einen Kessel schon mal hier hinstellen. Ich muss auch gelegentlich auf die Uhr gucken. So. Darf die Zeit nicht ganz aus den Augen verlieren. Ich würde sagen, hier in der Mitte... Cool, wir haben hinterher sogar einen 3-breiten Weg, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Okay. Ja, in Ordnung. Ich habe aber tatsächlich nicht genug Zaunelemente gemacht. Im Ernst? Ja, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja gut, dann müssen wir nochmal nach oben und gucken mal. Keiner da, nein. Dass wir noch ein bisschen mehr Zaunelemente machen. So, wir... haben nicht mehr viel hiervon, aber das ist egal. Das werden mal 4, ne? Das wären 20. Okay. Dann brauche ich erstmal...
neue Sticks. Oh. Ja, kommt hin. Kommt hin. So. Ach, mal drei nur. Mist, verdammter. Sind aber trotzdem immerhin 21 Stück. Na, ich kann sie auch auf der anderen Seite gegebenenfalls einfach wegschlagen. Hauptsache, die eine Seite steht schon mal von der Idee her. So, ich mache das mal hier so und hier hinten so und jetzt erstmal hier entlang. So, die Frage ist jetzt, von wo kommt man rein? Vielleicht von vorne und hinten, ne? Wenn der Bauer hier aus seinem Bauernhaus rauskommt, um zu seinen Kühen zu gehen, würde ich sagen, geht er direkt hier vorne rein. Wenn er aber hier hinten direkt raus will, geht er hier hinten raus. Wir könnten Folgendes machen. Wir könnten hier so ein paar Stützstreben machen. Wartet mal. Hier vielleicht immer da, wo die Fenster sind. Na, da passt es nicht. Wollen wir es mal so machen? Wir gucken mal einfach. Schwupp, schwupp. Schwupp, 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 schwupp. Wir nehmen die Mitte einfach. Wir nehmen jetzt einfach die Mitte von dem hier, was wir hier haben. Es sind nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verdammte Hacke. Mitte ist leider nicht so gut. Aber okay, dann würde ich sagen, wir machen hier sowas. Und dann auch hier. Was? Ein dran vorbei. So. Und jetzt nochmal hier von in der Mitte. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na dann, dann machen wir es einfach hier. Das soll nicht so breit bleiben. Wir nehmen das eine noch weg, keine Sorge. Was ich aber vielleicht ganz schick fände, wäre, wenn wir das Ganze oben noch mit Zaunelementen zumachen. Das habe ich nämlich auf Bildern von Bauernhöfen gesehen. Also sprich, dass wir das irgendwie so machen. So als zusätzlicher, du springst hier nicht drüber, Schutz für die Kühe. 2, 3. Oh, geil, es ist aufgegangen. Ach, das ist aber vielleicht gar nicht mal so schlecht, oder? Wartet, wartet, wartet. Jetzt kommen hier die Fackeln. Jetzt kommen hier die Tore noch rein. Habe ich jetzt keine gemacht. Ich muss auch erst Eichenholz holen. So, hier sind dann die ganzen Kühe drin. Die können hier und da hinten fressen und sie können hier dann an drei Trögen trinken. Ich glaube, das ist cool. Wartet mal, wo haben wir denn die Mitte? Haben wir überhaupt eine Mitte? Haben wir überhaupt sowas wie eine Mitte? Müsste eigentlich, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Scheiße, schon wieder nicht. Ich wollte doch noch eine Säule irgendwo haben. Ich mache sie jetzt einfach hier 12 von entfernt. Wartet mal. Wir haben nämlich hier noch so wunderschöne Stämme. Ach so, und das würde hier mittig auch passen hier. Zwei da und in der Mitte dann eine Säule. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pam. So. Das ist dann irgendwie ungefähr die Mitte. So. Ne, damit das große Dach auch noch irgendwie gestützt wird. Ich habe leider keine Treppen oder so, sonst könnte man die da oben noch dran machen. Unten möchte ich nicht so gerne, weil dann haben wir wieder so was Dunkles auf dem Boden, was irgendwie nicht so richtig passt. So, aber ach, jetzt habe ich keine Erde dabei, das gibt's auch nicht. Ist die Erde oben, hoffentlich. Wehe, hier kommt einer und sprengt mir meinen Stall, werd ich zur rasenden Wildsau. Da ist noch Erde. Perfekt, perfekt. Ah, ich habe auch hier keine Stufen mehr. Nö. Ich kann aber machen. Was soll denn der Driss hier? Moment. Manchmal ist das Leben nur halb so umständlich, wie du glaubst, Regger. Unglaublich, aber wahr. So und so. 4 Stück reichen. Ganz genau.
Okay, also Wasser müssen wir dann noch holen. Das heißt, ich muss also in der nächsten Folge tatsächlich noch mal ein bisschen weitermachen hier. Und ich möchte... Oh, nicht aufgepasst. Ich möchte natürlich auch noch hier so ein bisschen Verzierung, so Bilder oder so. Ich weiß noch, als wir Hobbit-Höhle gemacht haben und auch Taverne, habe ich gesehen, dass es so Bilder gibt mit Töpfen und sowas. Oder auch Messer. Hm? Braucht der Bauer auch, wenn er hier mal ein Tier schlachten muss. Wird dann natürlich rausgeführt, aber das Werkzeug kann ja ruhig durchaus hier hängen, oder? Ah, das finde ich echt ganz cool. Ich mache mal eben den Weg noch zur Hälfte. Ich mache mal nur die Hälfte des Weges fertig. Okay. Die Hälfte des Weges wäre... Achso, jetzt so. Ach, mach mal das komplett hier. Ich müsste noch genug Cobblestone haben. Oh ja, habe ich noch. Wie gesagt, in die Mitte mache ich einfach den Granit. Dann kommt er jetzt zum ersten Mal hier zum Einsatz. Ah, da ist er. Wir können auch noch... das hier komplett so aus Granit machen. Oh, nee, nicht im Ernst. Ach, warum habe ich denn so wenig Granit nur mitgenommen? Ah. Ach, Kacke. Ah, das ist doch wieder typisch. Och, jetzt schmeißt noch alles weg, Roger. Ach, Mist. Da muss ich jetzt hier doch Cobblestone nehmen. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Vielleicht nehme ich Kies. Weil jetzt ist mir das vielleicht ein bisschen zu breit, oder? Ah, ich habe eine Idee. Ich werde hier... Oh, das ist überhaupt eine schöne Möglichkeit, um irgendwelche Dekorationen hier einzuführen, hä? Guck mal, wir machen dann hier und hier machen wir noch ein bisschen Granit hin. Toll, jetzt darf ich gleich mit dem Auto fahren. Ich wollte meine Tochter zu Fuß abholen. Aber der Regen hinter mir, der prasselt mal wieder so krass. So, dann machen wir das hier nochmal. Auch Granit rein. Und... Ach so. Ja, könnte man sogar bis hierher ziehen, hä? So. Ach, das ist cool. Und wenn wir wollen, können wir hier immer noch so ein bisschen anderen Pflasterstein hier vielleicht reinmachen. Das sind dann so geflickte Stellen, hä? Das würde mir, glaube ich, gut gefallen. Boah, meine Schippe ist schon bald hin. Unglaublich. Dabei, die hat ja gar nichts, ne? Doch, Glück. Das ist die Glücksschippe. Dann sollte ich sie eigentlich weniger verwenden und besser reparieren. Naja. So, das ist dann jetzt der letzte Handschlag. Die letzte Aktion, die ich hier heute in diesem Stall getätigt habe. Ich glaube, wenn Kühe drin sind, dann sieht das sehr natürlich aus. Was wir, wie gesagt, ausprobieren können, ist, ob wir hier zwischenzeitlich einfach mal so ein Erdbubbel reinmachen, so als Kaufen. Ja. Wobei das mit dem Quadratischen halt irgendwie doof kommt, ne? Ich muss mal gucken, ob ich nicht im Kontor noch irgendwo grobe Erde habe und dann mal sehen, wie die aussieht. Weil ich meine, die hätte größere Knubbels und dann sieht das vielleicht nicht ganz so blöckig aus. So, aber für heute ist Schluss. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Tschüss! Schönes Wochenende noch.